Rudi kämpft. Nicht für mehr Freizeit, der 12-Jährige will arbeiten. 5 Stunden am Tag in einem Imbiss in La Paz für einen Tageslohn von 1,05 Euro. Eigentlich müsste er dafür 14 Jahre alt sein. Ich werde trotzdem nicht aufhören zu arbeiten. Ich brauche das Geld, um zur Schule gehen zu können. Ich habe mich dazu entschlossen zu arbeiten, weil ich Geld brauche. Weltweit gilt Kinderarbeit als Ausbeutung. In Bolivien jedoch kämpfen Minderjährige für ihr Recht, arbeiten zu können. Mehr als jedes vierte Kind zwischen 5 und 17 Jahren arbeitet, ohne Verträge, ohne Papiere und fast ohne Rechte. Deshalb sind an verschiedenen Orten im Land Kinderarbeiter und ihre Unterstützer auf die Straße gegangen. Sie haben die Regierung aufgefordert, einen Gesetzeskodex zu verabschieden, der akzeptable Arbeitsbedingungen festlegt. Der Staat müsste eigentlich viel langfristiger denken und Programme entwerfen für diese verwundbaren Gesellschaftsgruppen und armen Familien. Das ist eine riesige Zahl an Menschen, fast 1 Million Kinder, die auf der Straße leben und arbeiten und die unsere Aufmerksamkeit verlangen. Denn diese Kinder arbeiten, weil ihre Familien selbst nicht für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Kinderarbeit gehört in Bolivien zur Normalität. Ich habe mit 9 Jahren angefangen zu arbeiten, weil meine Familie sonst kein Einkommen hatte. Ich habe damals für Essen gearbeitet, weil es zu Hause kein Essen gab. Wir waren so viele zu Hause, aber meine Mutter konnte uns nach einem Unfall nicht mehr selbst versorgen, also mussten wir es anders hinbekommen. Ich wurde bei der Arbeit mit Essen bezahlt. Aber nach über 2 Jahren, als ich 12 wurde, ab dann habe ich dann einen richtigen Lohn bekommen, Geld. Der neue Kodex soll nicht nur die Arbeitsbedingungen regeln, er soll auch das gesetzliche Mindestalter zum Arbeiten auf 12 Jahre herabsenken, damit auch Jüngere auf einer legalen Grundlage arbeiten. Das ist David, der 10-Jährige arbeitet an einem Obststand in La Paz. Ich würde unserem Präsidenten Evo Morales raten, er soll uns Kinder arbeiten lassen, dass wir nicht auf der Straße landen, dass wir eben arbeiten dürfen und nicht auf der Straße landen. In dieser Woche will die bolivianische Regierung das weitere Vorgehen beschließen.